Pio. Wir haben mit zwei Torschützen vom Bochum Spiel. Sieg, 3 Punkte. Super Einstand vom neuen Trainer jetzt heute. Ja, kann man so sagen. Ich meine, wenn man den Tabellenführer schlägt, der noch keine Niederlage hatte, und hier auswärts 2-1 gewinnt, das auch unser Ziel war, sind wir mega glücklich. Und, aber heute freuen wir uns noch, morgen auch noch, aber dann heißt es wieder im Fokus auf das Heimspiel gegen Düsseldorf. Ja, ich denke, man muss stolz sein auf die Mannschaft. Was wir heute hier geleistet haben, war insbesondere in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark. Und ja, wir freuen uns, wie gesagt, über 3 Punkte. Das ist ein sehr schöner Einstand auch für den Trainer. Wie der Jolli schon sagt, heute und morgen können wir das genießen. Und dann wollen wir weiter an diese Leistung anknüpfen in den nächsten Wochen. Gausi, nach fast einem Jahr dein Comeback heute gegeben, Sieg gegen Bochum, super Einstand heute für dich. Ja, definitiv. Ich denke, die letzten Wochen waren einfach nicht einfach. Ich denke, wir hatten viele Probleme im Umfeld. Es war sehr, sehr, sehr unruhig und ich denke, dafür war unsere Leistung und das Ergebnis natürlich jetzt Gold wert, dass wir jetzt da ein bisschen Ruhe reinbekommen und uns halt wieder darauf konzentrieren, was wir wollen, nämlich erfolgreich Fußball spielen. Ja, ich denke, es ist insgesamt immer positiv, wenn man gewinnt, gerade für uns nach den letzten Spielen, die nicht so gut liefen. Es ist natürlich sehr, sehr schön, hier zu gewinnen und ja, darüber freuen wir uns und gehen dann positiv in die weiteren Wochen. So sehe ich das auch. Ich denke, wir haben jetzt Selbstvertrauen mitgenommen, haben gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind, dass jeder für den anderen 110% gegeben hat und ja, daran, da machen wir weiter.